Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Hallo und willkommen zu einem neuen Unboxing. Indirekt ist es auch Mystery Unboxing, denn ich habe Post bekommen vom lieben Bürgermeister. Wir hatten zahlreiche Tauschdeals. Er hat schon von mir vor längerem Post bekommen und das hat sich jetzt so ein bisschen angesammelt. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir alles gedealt haben. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es so ein Mega-Paket war. Deswegen macht wahrscheinlich das Auspacken jetzt auch wesentlich mehr Spaß. Also. Auf geht's. Ja, ich muss nur noch aufschneiden. Ich wollte mal so einen Cliffhanger lassen, deswegen habe ich mich mitten im Satz da mal so gestoppt. Und jetzt schneide ich auf und dann habe ich hier meinen Stuhl stehen, wo ich das Paket drauf packe, weil sonst ist das zu groß. Und wir haben uns hier, wie gesagt, einiges gedealt. So, Tisch ein bisschen näher ran. Er hat auch was für mich mal bei einer Börse ausgelegt. Das sollte auch dabei sein. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal alles an. Ja, neben der ersten Verpackungsmaterialien. Ist immer gut, super gut verpackt. Auch ganz wichtig. Finde ich als erstes, genau, ein Deal, den wir auch hatten. Und zwar, hoffentlich könnt ihr es sehen, das Lenticular-Cover von Resident Evil 4. Das fehlte mir noch, sonst habe ich von Capcom so gut wie jedes Lenticular-Cover. Ja, und das ist jetzt nur ein bisschen platt gedrückt, das ist alles. Aber ansonsten, ich finde das mega. Ich habe es von allem, Dragon's Dogma 2, von Devil May Cry 5, von Resident Evil 4, von Resident Evil 3, von Monster Hunter. Ich finde das einfach nur mega, dieses, ihr seht, da ist Leon und Claire im Regen, finde ich richtig gut. Wie gesagt, das war ein Tauschdeal, alles, und er hat zwar das Spiel mitverkauft, aber ja, ich wollte es ganz haben. So, hier haben wir auch ein C64 Spiel, da hat er nur die Kassette gehabt in seiner Sammlung. Ich habe eine Big Box dazu, jetzt fehlt mir noch Handbuch und es ist, glaube ich, ein Roman dabei gewesen, und zwar Bob Moraine, ein C64 Spiel, ganz unspektakulär. Ist das hier auf einer ganz normalen Kassette, die wahrscheinlich noch zurückgespult werden muss, mit Seite A und Seite B. Richtig cool. Hier ist sogar ein Namensschild, aber das spielt keine Rolle. Ja, darauf freue ich mich auch. Das ist so zur Vervollständigung gedacht. So, weiteres Verpackungsmaterial. Und, oh, ein Star Wars Magazin mit einem Slapband. Also so ein Band. Nicht schlecht. Cool, mega cool. Nicht nur einmal, hier habe ich noch ein zweites Magazin mit einem Shooter. Richtig cool. Ja, Star Wars geht immer. So, weiter geht es. Oh, hier kommt, er hat mir aber auch Sachen wieder dabei gelegt. Das war auch ein toller Tauschstil, noch sealed. Buch und MC Krimi Power zu den drei Fragezeichen, Gespensterschloss und die rätselhaften Bilder, Hörspiel und Buch. Ja, richtig cool. Das habe ich so noch nicht für meine drei Fragezeichen Sammlung gehabt, wird auch nicht aufgemacht. Da ist jetzt einmal die Kassette eben halt vom Gespensterschloss dabei, die Nummer 11. Und der Roman von Die rätselhafte Bilder, so dass man da mal sozusagen ein Buch kennenlernt und ein Hörspiel. Das ist auch richtig cool. Ja, dafür danke ich auf jeden Fall. Richtig cooles Teil für meine Sammlung. So, das war meine Pappkiste, das ist Pappe. Und hier sehe ich Poster und noch was ganz anderes. Ja, 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 ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Egal. Fangen wir mit den Postern an. Das sind Star Wars Poster. Doch, die kann ich ja gleich alles zeigen. So Lego Star Wars Poster. Mit Grogu und Vader. Richtig cool. Hier haben wir die Kopfgeldjäger drauf.
die dunkle und die helle Seite. So haben wir einmal das Bild. Und hier haben wir die Lego Kopfgeldjäger Brigade. So, hier haben wir die beste Crew der Galaxis, Chewie und Han. Und auch wieder ein cooles Darth Vader Plakat. Ja, alles aus dem Lego Magazin. Oder Lego Star Wars Magazin, besser gesagt. So, das nächste Plakat. Vorsicht vor der dunklen Seite, wieder Vader, geht immer. Mandalorian, auch richtig cool. Es wird noch einiges, hier sind so ein paar, die er mir gegeben hat. Das ist jetzt Lego Batman. Und der Hund Krypto und wie heißt überhaupt der Bat-Hund? Ace. Ja, das sind nicht meine Westen. Aber diese Lego-Magazine sind wirklich gut, haben schöne Figuren und so weiter dabei. So, und hier haben wir ein weiteres Schurkenschreck. Batman, Mann aus Stahl, Superman. Der Joker vs. Batman. Und die Justice League, ne? Team Helden. Auch richtig coole Plakate. Auch wenn ich die mir nicht an die Wand hänge, aber richtig cool. So, hier haben wir wieder Star Wars. Und zwar frohes Fest, möge die Macht mit dir sein. So ein bisschen weihnachtlich. Und hier haben wir aus dem Weg. Also der Fighter. Sieht nach Kylo Ren's TIE Fighter aus. Richtig cool. So, ein Plakat habe ich jetzt hier noch. Na, das war nicht geplant. Das ist runter. Fussel. Verpackungsfussel. So, was haben wir denn jetzt hier? Boba Fett, Slave One und nochmal so ein Vader-Bild. Nicht schlecht. Richtig cool. Die Plakate sind richtig cool. So, weiter geht es. Ich sehe hier Videokassetten. Ein Klassiker und Thriller, Kap der Angst. Und jetzt hat er mir hier eine ganze Reihe von Videokassetten gegeben. Oh, Manometer. Rein für die Sammlung. Und zwar habe ich hier die ganze Menge Augsburger Puppenkiste. Urmel aus dem Eis, Folge 1. Und Urmel aus dem Eis, Folge 2. Urmel, muss ich zugeben, war nie so meine Serie. Diese dagegen schon, aber die hier noch ist, jetzt gucke ich gerade, dass ich gucke. Ja, hier haben wir noch ein paar andere. Der Löwe ist los, Folge 1, habe ich auch gesehen als Kind, aber war auch nie meins. Und hier haben wir Kater Mikesh in die weite Welt, Zirkus Klutzki. Hier ist Folge 2. Das sind wirklich von mir Kindheit. Habe ich zwar nie auf Videokassette gehabt, ich habe sie auf Blu-ray mittlerweile. Und zwar Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, von Lummerland nach China, von China nach in die Wüste. Das ist meine Kindheit, meine Lieblingsserie auch. Erstmals auf Video. Und hier haben wir Folge 2 von der Wüste in die Drachenstadt, von der Drachenstadt nach Lummerland. Richtig cool. Das ist wirklich meine Kindheit. Ihr seht Videokassetten, hätte ich nicht mitgerechnet. Und auch hier passend dazu Jim Knopf und die wilde 13, Nummer 1 von Lummerland zum Magnetberg und dann vom Magnetberg in die Wüste. Richtig cool, obwohl hinten nichts Besonderes ist. Dann Folge 2, also es waren insgesamt 4 Folgen in der Zeit, der Trickfilmserie, kann man so sagen, ja, der Marionettentrickserie. Teil 2 von Jim Knopf und die Wilde 13, von der Wüste nach China, von China nach Jambala. Ja. Richtig cool. Ja, die sind auch alle da drin. Und zurückgespult sogar. Nicht schlecht. Ja,
So, das ist Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterial. Das ist etwas, was ich gekauft habe, erworben habe auf einer Börse, was er für mich erworben hat. Das ist jetzt hier in einem sehr guten Schutzumschlag gepackt, beziehungsweise nicht alles. Das meine ich, ist ein Tauschzustand. Also fangen wir an. Und zwar einmal noch sealed eine Memory Card für die PlayStation. Jetzt nicht im absolut perfekten Zustand. Hier ist so ein bisschen Dreck hinten drauf, aber noch sealed. Fand ich richtig cool. Dann der Soundtrack von Final Fantasy Crisis Core zum, ich glaube, es ist jetzt nicht das zum Remake, das ist von 2007. Das ist sozusagen zum PSP-Spiel. Das, was ja jetzt geremaked wurde, richtig schön, der Soundtrack. Und dann zwei Promos, die ich auf einer Börse mit erworben habe. Und zwar einmal Kingdom Hearts HD 1.5 Remakes. Und ne, das ist auch da drin. Ne, da sind zwei drin. Und zwar ist das Far Cry 3. Und hier drin ist noch für PlayStation 2 Sly 3. Genau, richtig cool. Da muss ich aber eine neue Hülle noch zulegen. So, jetzt habe ich hier noch ein kleines Paket. Und dann ist das große, ist auch leer inzwischen. So, dann haben wir noch das kleine Paket auszupacken. So. Da haben wir... Ach ja, Sachen, die ich ertauscht hatte, die jetzt alle da zum Vorschein kommen. Ja, ich zeige euch das alles gleich. Dinge, wie gesagt, die ich ertauscht hatte oder gekauft hatte, abgekauft hatte. Und zwar haben wir hier einmal Duke Nukem 64 in einem Okay-Zustand. Wusste ich aber, das war alles noch drin, Handbuch und Co. Richtig cool. Habe ich aber auch völlig vergessen gehabt. Dann noch sealed Ghost of Tsushima für PlayStation 5. Das ist auch für meinen Bruder die beiden Spiele. Dann haben wir hier einen Transformer, einen Generation 2, einen Longhaul. Das ist der von den Constructicons. Der fehlte mir noch mit Waffe. Ist dabei. Richtig cool. Und zwei Mask-Figuren, die mir auch noch fehlten. Eine komische Tüte. Okay, alles klar, das ist jetzt nicht wichtig. Hier ist das. Und zwar hier zwei Figuren, die mir fehlten, weil ich die Fahrzeuge noch habe mit Masken. Auch wenn sie nicht perfekte sind, Masken sind. Und zwar hier habe ich einmal Matt Tracker mit Maske. Und einmal, das ist der Brad Turner sein. Das Fahrzeug selbst, das habe ich mal auf dem Flohmarkt gefunden. Da fehlte mir aber die Figur dazu. Ist die Maske ist so fest, dass ich sie jetzt, sie ist zwar noch ein bisschen weich. Ich will sie jetzt aber nicht abziehen vom Ganzen. Aber die Figur fehlte mir auch noch. Somit habe ich dann meine beiden Fahrzeuge komplett. Ja, richtig cool. Ja, lieber Florian, danke für das tolle Tauschpaket und für die Goodies, die du damit reingepackt hast. Auch wenn ich bei den, ehrlich sein muss, bei den Videokassetten nicht so wirklich weiß, ob ich die unterbringen kann. Aber auf jeden Fall mit Jim Knopf und Lukas hast du meinen Nerv getroffen. Das ist wirklich meine Kindheit pur. Ja, das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich werde hier nochmal einen kleinen Überblick für euch machen. Und ja, das war's dann. Ne? Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Was sagt ihr zu diesem Tauschlot? Was ist euer Highlight dabei? Für mich natürlich auch die Sachen, die mich vervollständigen, oder meine Sachen vervollständigen, wie das Spiel von Bob Marane, dann das Lady Color Cover von Resident Evil 4, aber auch die Promos und ach, herrlich. Alles schön. Na so, das soll es jetzt sein. Macht's gut.